Kommen wir zum zweiten Themenblock. Genau. Wie kann es Karma geben, wenn das Böse von Gott ersonnen ist, um den Menschen wachsen und reifen zu lassen? Ja, ich würde gerne dazu ein kleines Zitat bringen. Das habe ich vor kurzem in irgend so einem Meme gefunden zum Thema Karma. Das bringt das eigentlich ganz gut zum Ausdruck. Und zwar lautet das: Karma ist nicht die Rache des Universums, es ist der Spiegel deiner Taten. Alle Dinge, die aus dir kommen, kehren zu dir zurück. Also brauchst du dich nicht um das sorgen, was du bekommst, sorge dich um das, was du der Welt gibst. Und das gibt uns auch wieder diese Macht zurück. Ich bin Verursacher der Umstände. Nicht ich bin Opfer der Umstände, dann habe ich vergessen, dass ich Ursachen gesetzt habe, sondern ich setze Ursachen. Ich gebe der Welt das, was ich von der Welt auch zurückhaben möchte. Das heißt, das Karma-Gesetz ist ja nur das Gesetz von Ursache und Wirkung oder von dieser Kausalität und ist Teil der kosmischen Gesetze. Das heißt, es ist jetzt kein Bestrafungsgesetz, sondern es ist einfach nur ein Naturgesetz, ein kosmisches Gesetz, ein gültiges, ewiges, gültiges, absolutes Gesetz. Und letztendlich könnte man auch sagen, diese kosmischen Gesetze, es gibt ja noch mehr, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Entwicklung, Gesetz der Analogie, sind ja nichts anderes als der Ausdruck der allumfassenden Liebe innerhalb der materiellen Polarität. Das heißt, wir lernen, diese Gesetze sind die Regeln, nach denen das Schöpfungsspiel funktioniert. Und wir lernen jetzt, wir können ja machen, was wir wollen auf gut Deutsch, aber es gibt ja Gesetze, die trotzdem Gültigkeit haben. Die sind absolut. Man könnte auch sagen, die kosmischen Gesetze sind die absolute Wahrheit, an die sich ja auch diese Widersacherkräfte letztendlich halten müssen. Auch wenn die manchmal sehr extrem ihre Bereiche, sage ich mal, ausloten. Ja? Also wo man schon denkt, das ist echt grenzwertig. Stichworte freier Wille und so weiter. Ja? Aber gut, vielleicht können wir das noch nicht überblicken und vielleicht wird trotzdem der freie Wille bewahrt, auch wenn es für uns aus unserer individuellen Perspektive manchmal nicht so erscheinen mag. Ich will damit nur sagen, diese Gesetzmäßigkeiten sind jetzt nicht weder gut noch böse, sondern sie sind einfach da und helfen uns bei unserer Entwicklung innerhalb der Stofflichkeit. Da kommen wir auch noch zu, wenn wir über die Sinnfrage sprechen, die Sinnfrage des Lebens. Das heißt, auch wir haben hier einen Auftrag oder eine Aufgabe als Menschen. Natürlich in der materiellen Verstrickung der ahrimanischen Zeitqualität wird uns gesagt, wir sind ein Zufallsprodukt der Affenevolution. Ja, es herrscht Chaos und so weiter. Das ist klar. Der ganze Materialismus, der ja auch wie eine Religion praktiziert wird, da ist ja kein Platz für einen Plan, für eine Ordnung, für eine Sinnhaftigkeit. Aber wenn man versteht, dass es das eben nur eine bestimmte Sichtweise der Dinge ist und man auch die Dinge anders sehen kann, dann siehst du sehr wohl einen Plan. Den kannst du sehen, wenn du dich dafür öffnest. Und das wird, glaube ich, auch für viele Menschen jetzt immer wichtiger werden, denn die Krisenzeit zwingt die Menschen dazu, nicht nur nach innen zu schauen, sondern sich auch die Sinnfrage zu stellen. Denn viele Menschen sind jetzt, gerade junge Menschen, sind ja in einer Zeit, ich sage mal, groß geworden oder haben ihre Schule absolviert, wo eigentlich die Welt nur im Chaos sich befand. Ja, erst diese C-Krise, jetzt die Kriege, jetzt irgendwelche Wirtschaftskrisen, Gesundheitskrisen, ja, und das ist eine tolle Perspektive für einige, ja, die verstehen, ja, toll, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt studieren? Soll ich jetzt ja, sozusagen Deckel auf den Kopf setzen und mich irgendwo verstecken, weil die Welt ja sowieso ganz schlimm ist? Das ist sehr, sehr schwierig. Und trotzdem ist es gut, weil es führt dazu, dass Menschen anfangen, die Dinge zu hinterfragen. Das heißt, diese Widersacherkräfte, die hier dieses Drama veranstalten, oder es wird ihnen gestattet, dass sie es veranstalten, sorgen dafür, dass gleichzeitig auch durch diesen Druck, der auf uns ausgeübt wird, auch eine Gegenkraft in uns entsteht. Das ist Pendelprinzip, die also auch wieder sagt, wenn wir sozusagen maximal geknechtet werden oder kontrolliert werden oder fremdbestimmt werden, dann entsteht in uns immer stärker der Impuls nach Freiheit. Da greife ich jetzt schon was vorweg auf eine spätere Frage, wo es also darum geht, ja, was ist sozusagen jetzt gerade Thema dran? Natürlich geht es um das Thema Freiheit. Wie erreichst du das am stärksten bei den Menschen, den Wunsch nach Freiheit, indem du sie am meisten fremdbestimmst, drangsalierst, kontrollierst, sie sozusagen in jeden Aspekt ihres Lebens kontrollierst? Haben wir ja gesehen, auch durch die ganzen Lockdowns und so weiter, was da alles gemacht wurde. Und daraus entsteht der Wunsch, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Ich möchte selber bestimmen. Und das ist genau erreicht. Das ist auch der Sinn des Ganzen aus meiner Sicht. Dass wir also durch diesen einen Impuls einen Gegenimpuls erreichen. Und der Gegenimpuls ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und der Mensch muss aus freiem Willen dahin kommen. Das ist wie in der Therapie. Die Therapie selber in der Medizin bewirkt ja einfach nur einen Impuls.
Und das, was der Körper dann als Reaktion auf diesen Impuls zeigt, ist das, was gewünscht ist. Das ist die Heilreaktion. Das heißt also, wenn man manualtherapeutisch arbeitet, dann setzt man Impulse in das System Körper. Aber nicht, weil der Impuls die Heilung macht, sondern wir wollen den Impuls, wir provozieren im Körper etwas, damit er eine Gegenreaktion macht. Und diese Gegenreaktion ist das erwünschte Ergebnis. Und das ist hier nicht anders. Das heißt, der Druck erzeugt einen Gegendruck. Maximale Unfreiheit erzeugt den Wunsch und den Impuls nach Freiheit. Ganz normal. Ja? Und so ist, kann man auch das Karma-Gesetz verstehen. Die Ursache, wenn wir sagen, die Ursache für die Freiheit, den Freiheitswunsch der Menschen, wird dadurch gesetzt, dass wir maximal der Wirkung von Unfreiheit ausgesetzt sind. Das heißt, eine Ursache erzeugt eine Wirkung setzt wieder die nächste Ursache. Das heißt, die Wirkung von einer NWO, einer neuen Weltordnung, die auf Zwang aus funktioniert oder auf Kontrolle, funktioniert nicht bei allen. Und speziell auch bei uns Menschen hier im deutschsprachigen Raum wirkt es eher so, dass es den Freiheitsimpuls stärkt. Den Wunsch, nicht überall gegängelt zu werden, nicht überall kontrolliert zu werden. Ja? Und da sehen wir auch diese karmischen Geschichten. So. Und wenn wir dann andere Impulse in die Welt setzen, dann werden wir auch wieder andere Reaktionen erfahren. Das heißt also, es gibt nicht umsonst diesen schönen Spruch, es ist schwieriger, die Zukunft vorherzusagen, es ist einfacher, die Zukunft selber zu gestalten.